Ja, und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zurück zu Europa Universalis 4 mit unseren Gotländer Piraten und eigentlich schon kurz vor dem nächsten Krieg. Wir haben zuletzt erst Riga erobert und Lübeck als Vasall geholt, aber wir sind heiß, wir sind on fire, wir wollen direkt gegen den Deutschen Orden weiterkämpfen. Ich habe überlegt, wir machen aber noch wenigstens bis Juli Frieden, dann können wir uns noch Rekrutenreserve holen von, bin am Überlegen, von Polen oder von Brandenburg? Ich glaube, da holen wir, weil von Brandenburg können wir nämlich die gleiche Größe bekommen, holen wir von Brandenburg. Und von Polen lieber das Geld. Dann beim nächsten Mal wieder. So. Ich denke, wir sparen mal das Geld, weil wir werden jetzt wieder ins Minus gehen, gehe ich davon aus. Und wir haben noch hohe Kriegsmüdigkeit. Achso, und wir haben ja noch hier irgendwo Militärzugänge. Die muss ich aufkündigen. Damit sind wir nicht mehr über dem Limit. Perfekt. Und Lübeck habe ich Maximum Beziehungen. Moskau habe ich leider ja auch schon Maximum Beziehungen. Also wo packe ich noch meinen Diplomaten hin? Hier hätte das Hofieren, glaube ich, einfach gar nichts gebracht. Ohne Bündnis, glaube ich, ist das so, bringt das einfach leider gar nichts. Ich kann es ja nochmal austesten. Oh, monatlich 0,01 gefallen. Das ist natürlich sehr langsam, aber wir können es ja mal machen. So. Okay. Ja, Rebellen haben die Grenze überschritten, damit war ja zu rechnen. Und leider rekrutieren die jetzt natürlich in der Zwischenzeit wieder neue Truppen, was jetzt wieder eher unangenehm ist, wenn ich jetzt längere Zeit warte, weil sonst könnte ich ja hier direkt angreifen. Aber auf der anderen Seite ist unsere Kriegsmüdigkeit immer noch so hoch. Wir könnten einfach mal ein bisschen diplomatische Macht nutzen, um sie zu senken. Weil dann würde ich erstmal schnell hier reinmarschieren und diese Gebiete belagern, besetzen. Die Polen marschieren auch schon hier an die Grenze. Vielleicht wollen die auch gerade einen Krieg starten, dann starte ich doch lieber den Krieg, bevor die mir jetzt hier wieder alles wegnehmen, die Polen. Deswegen schlage ich vor, erklären wir den Krieg. Eroberung von, tja, was nehmen wir denn als unser Kriegsziel? Danzig oder Memel, weil es näher ist. Sicher ist es ja alles gleich teuer. Wir nehmen jetzt mal Danzig. Würde ich sagen. Ach nee, das ist ein Kriegsziel von Lübeck. Nee, dann nehmen wir doch mal. Aber haben wir nicht. Achso, ja, wir haben auch einen Kriegsgrund gegen Danzig. Nee, dann nehmen wir doch mal Memel, weil das können wir vielleicht als Kriegsziel eher unter unserer Kontrolle halten. Mal schauen. Okay. Gut, wir holen Polen in den Krieg dazu. Durch die 10 gefallen. Damit haben wir auch mehr Truppen als der Gegner. Auch wenn es ein bisschen knapper werden könnte. Hat Livland noch Verbündete eigentlich? Außer. Ah ja, die haben Litauen. Schade. Dann hätte ich, sonst hätte ich den Haken da reinmachen können. Das ist natürlich blöd. Schade, egal, dann nicht. Dann machen wir keinen Haken rein, weil Litauen brauchen wir nicht als Gegner. Und wir nehmen eben. Oder wir nehmen Königsberg als Kriegsziel. Wenn wir das halt einmal haben, dann tickt eh alles hoch. Und das ist halt einfach, also das ist gesicherter Königsberg als Kriegsziel. Weil Memel ist das Problem. Ja, aber Memel bekommen wir schneller. Ne, wir nehmen Memel als Kriegsziel. Okay, ich habe mich jetzt entschieden und bestätigen. Ich marschiere jetzt erst trotzdem hier schnell ein. Ich hoffe nicht, dass die Polen mir dann die Gebiete direkt wegreißen wollen. So, wie ist die Flotte? Wie stark ist die hier? 4 Galeeren, okay. Ich muss meine Flotte dann einfach auch wieder nutzen, um ein bisschen hin und her zu marschieren, denke ich. Und ich muss mich theoretisch ja eigentlich auch noch um die Nationalisten kümmern. Weiß ich noch nicht, wie wir das machen wollen. Wir haben zwei Handelsschiffe vernichtet direkt. Sehr gut. Noch jemand gleich eine Belagerung. Wobei, jetzt kommt wahrscheinlich der Deutsche Orden direkt in den Norden, oder? Ja, damit habe ich gerechnet. Das heißt. Ach, das ist eine Festung jetzt. Das ist die Hauptstadt. Ja, ungünstig. Jetzt kommen natürlich 10.000 Truppen und wollen uns direkt angreifen. Über Memel. Während Polen erstmal in Ruhe hier alles besetzen kann. Und die haben natürlich genau dasselbe Interesse wie wir. Die wollen eigentlich alle Gebiete außer Memel auch für sich haben. Das ist das große Problem an diesem Krieg. Aber Memel können wir wenigstens bekommen, denke ich mal. Ja, vermutlich ist es jetzt hier sicherer, 1000 Truppen wegzuziehen. Ah, hier sind vom Deutschen Orden welche. Die können wir doch direkt angreifen. Tja, was machen wir denn jetzt hier?
Ich ziehe jetzt hier lieber mal weg. Und hoffe, dass wir eine Chance haben mit 10.000 Truppen. Ah, die greifen meine Rebellen an. Oh, ich habe aber auch ein Glück. Ich habe aber auch ein Glück, Freunde. Schaut's euch an. Aber die Rebellen sind leider sehr schwach. Ein bisschen stärker hätten sie schon sein können, die Rebellen. Aber der Deutsche Orden. Der Deutsche Orden verliert ja kaum Truppen. Aber er ist geschwächt. Aber er hat einen 2-Sterne-General. 3 Nahkampf haben wir aber auch. Und 2 Fernkampf. Wir haben nur einen Punkt weniger. Ich würde fast sagen, wir versuchen unser Glück mit der Schlacht, oder? Wenn wir die jetzt nämlich schnellstmöglich zurückschlagen könnten. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Oder wir machen einen Belagerungsfight. Aber dann haben sie wieder 10.000 Truppen. Ich würde jetzt mal den Angriff riskieren und wir hoffen, dass es gut ausgeht. Ja, sie hatten noch einen Seuchenausbruch. Perfekt, damit haben sie nochmal ein paar weniger Truppen. Wir sind so mit 1.200 Truppen überlegen. Wie sieht's aus? Wir haben weniger Moral und sie haben auch mehr Disziplin. Also eigentlich spricht alles gegen uns. Ich würde sagen, wir holen uns Oskar Gustafsson, der uns jetzt nochmal einen Moralbonus gibt. Ich weiß gar nicht, gilt der noch? Ja, der gilt auch für die Schlacht, sehr gut. Leider haben wir viel mehr Verluste als die Gegner und werden diese Schlacht eindeutigst verlieren. Ja, wir verlieren die Schlacht. Wir würfeln aber auch katastrophal gerade. Wir würfeln katastrophal und verlieren die Schlacht. Und haben jetzt natürlich keine Rekrutenreserve mehr. Ja, der Deutsche Orden, ich habe das vergessen. Ich habe ja selbst den Deutschen Orden im Livestream gespielt. Die sind leider super, super stark. Die haben leider sehr viele Kampfboni. Ja, und jetzt fehlen uns die Rekrutenreserve. Im Juli kann ich bei Brandenburg nachfragen, dann kriege ich ein bisschen was. Wo sind denn die polnischen Truppen? Da sind 13.000 und der Rest? Die hatten doch doppelt so viele. Hä? Ah, im Westen. Ja, das ist gut. Erstmal die anderen Kriegsgegner aus diesem Krieg rauskicken. Fände ich auch gut. Ja, jetzt müssen wir eh erstmal ein bisschen hier warten. Hier unten ist der Deutsche Orden. Wollen wir da mal angreifen? 5 Galeeren haben sie. Ha, wagen wir doch mal den Angriff, würde ich sagen. Auch wenn Mecklenburg hier natürlich auch noch 6 Galeeren hat. Das könnte also knapp werden, aber ich probiere es mal. Ich probiere es mal. Mit Gemütlichkeit. Genau. Ein bisschen Ruhe und Gemütlichkeit. Wir senken mal unsere Kriegsmüdigkeit. Die sinkt ja aktuell auch immer noch automatisch. Und wir warten immer noch auf den Juli und dass wir unsere Truppe wieder bewegen können. Ich würde vorschlagen, dass wir dann jetzt erstmal Kulm besetzen, dass das schon mal nicht an die Polen irgendwie gehen kann. Hier läuft die Flottenschlacht. Sie läuft erstmal gut für uns. Ah, die Polen besiegen den Deutschen Orden. Sehr gut. Dann schnell nach Norden, bevor die Polen wieder in den Norden kommen. Jetzt müssen wir nämlich schnellstmöglich alles besetzen. Schnellstmöglich hier alles besetzen überall, dass die da nichts Neues rekrutieren. Ah, die Maschine ist sogar dorthin. Okay, aber die müssten wir dann eigentlich besiegen können. Lübeck ist jetzt auch hier. Ah, hier ist Livland. Die Flotte müssen wir auch angreifen. So, wenn es gut läuft, besiegen wir. Ja, wir haben die kompletten Truppen des Deutschen Ordens besiegt. Sehr gut. Dann auf nach Königsberg. Da brauchen wir aber leider mehr Truppen. Aber wenn die Polen uns da helfen, ist alles in Ordnung. Ja, die kommen nämlich schon wieder, die Polen. Ja, jetzt belagern wir nämlich Königsberg. Ist schon mal sehr gut, exzellent. Wir haben Kulm besetzt, dann gehen wir gleich mal hier nach Ortelsburg. Hat Litauen gerade unseren Militärzugang aufgekündigt? Falls ja, wieso haben sie das getan? Krieg mit, ach so, mit benachbarten Verbündeten, ja. Ich verstehe das Problem. Wir haben noch keinen Juli, ich will mal noch kurz warten. Warte mal, wenn ich doch jetzt hier die 1000 zurücklasse. Oder ich muss ja nur ein paar zurücklassen, so. Dann gilt das ja trotzdem als meine Belagerung noch, oder? Nö. Hä? Wieso sind wir nicht der Belagerer? Ernsthaft, weil ich da jetzt wegmarschiere? Oh nein! Ah, verflixt. Mein Pech. Ich dachte... Polen. Ich dachte, wenn ich da eine Einheit zurücklasse, bin ich nach wie vor mit der Einheit dort der Belagerer. Scheinbar lag ich falsch. Wie enttäuschend. Na gut, egal.
dann kriegen wir halt Königsberg. Nicht, solange wir den Rest bekommen können. Irgendwie Danzig und Memel. Ermland, das wäre alles sehr gut. So, jetzt vernichten wir erstmal die 1000 Reiter. Danach geht's nach Memel. Ich muss jetzt nicht unbedingt die Mecklenburger Flotte angreifen. Das könnte nur für Luste für mich bedeuten. So, 2000 Feinde haben wir hier direkt besiegt. So. Perfekt. Das Gebiet hier wird schön von uns belagert. Soweit, so gut. Könnten wir uns ja fast schon auch in den... Ah, jetzt werden wir natürlich hier... Jetzt machen wir natürlich hier den Angriff. Schauen wir mal, ob wir da stark genug sind mit 1400 Truppen. Es ist knapp, aber wir gewinnen. Vielleicht ein paar unnötige Verluste in der Hinsicht. Juli war... Das heißt, Brandenburg. Hast du vielleicht für uns 600 Rekruten? Ja, für 10 gefallen. Sehr gut. Dann werden wir mit Litauen die Beziehungen jetzt wieder verbessern als nächstes, bitte. Perfekt. Mecklenburg ist gleich besiegt. So, das gehört uns schon jetzt alles hier. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen mal direkt weiter nach Livländischen Orden, um den zu schwächen. Die Belagerung läuft durch Polen. Mecklenburg wird geschwächt. Wir haben die hier besiegt. Ah, nach Wenden kann ich eh noch nicht. Da brauche ich volle Truppenstärke. Einverstanden. Eure Häfen werden blockiert. Ah, Rostock ist gefallen. Sehr gut. Polen kämpft hier weiter gegen Magdeburg. Aber ich würde sagen, wir könnten Frieden schließen mit Mecklenburg. Geld will ich vor allem haben. So. Ich bekomme leider nur 22 Gold davon. Das heißt, leider bekommt Polen sehr viel. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, hier sich irgendwas zu erobern, sonst kommt die Koalition. Wobei Wismar kostet nur 13 für Lübeck. Würden wir Lübeck dann noch in den Griff bekommen? Ja, die sind jetzt bei 25%. Wir könnten Lübeck damit ein bisschen stärken. Wir könnten Lübeck damit ein bisschen stärken. An der, als Küsten- und die Küstenprovinz dort hinzufügen. Ich muss mal kurz schauen. Wie sehr macht mir das Probleme, wenn ich hier irgendwas erobere? Wolgast? Das hält sich in Grenzen. Wolgast und Mecklenburg würden eine Koalition gründen und hier... Dann würde der Rest auch eine Koalition gründen. Okay. Aber es hält sich noch in Grenzen dort. Das heißt, wir könnten Wismar... Ach, ich kann das aber nicht, weil es nicht besetzt ist. Kann ich es halt nicht Lübeck geben. Das heißt, ich könnte es nur selbst erobern, Wismar. Ah, ist die Frage, wollen wir das? Ist das so wertvoll? Es sind nur 6 Entwicklungen, also es wäre eigentlich echt fragwürdig, ob das sein muss. Gotländischer Vasall. Wäre zu teuer. Das muss nicht sein. Plünderung. Aber für 8,6 nur 2 Entwicklungspunkte Plünderung bekommen? Nee. Ich würde sagen, das lassen wir mal. Nee, wir schließen einfach Frieden mit denen, denke ich. Kriegsreparationen, Handelseinfluss übertragen. Und das ganze Geld, auch wenn Polen davon leider einiges bekommt, aber das können wir uns ja auch wieder zurückholen von denen. Verträge aufkündigen, ja, das wäre doch mal wichtig. Deutscher Orden gerne und Braunschweig. Wie weit ist das? Ah ja, gut. Können wir auch ein bisschen weniger Gold fordern dann dafür. Ist in Ordnung. Sehr gut. Jetzt bräuchte ich nur wieder mal einen Diplomaten, der nicht da ist. 6 Tage kurz warten. Mecklenburg haben wir dann unseren Frieden geschlossen. Ah, hier kommt es zur Flottenschlacht. Gegen die Livländer. Sollte kein Problem darstellen. Nee. Die haben 2 Galeeren verloren. Haben sich wieder zurückgezogen. Dorthin nach Ösel. Ja, Ösel haben wir natürlich auch noch ein Interesse. Hartes Leben auf dem Ozean, wir verlieren einige Seeleute. Da haben wir aber mehr als genug von den Seeleuten. Magdeburg wird belagert. So, wie gesagt, Königsberg wird wahrscheinlich von Polen besetzt, dass wir es dann nicht holen können. Das ist aber nicht so schlimm. Können wir akzeptieren.
Wenden wird belagert. Es läuft doch eigentlich ganz solide jetzt. Kameradschaftsgeist. Die Belastung, die ein militärischer Lebensstil den Truppen auferlegt, kann unter förderlichen Umständen zur Entwicklung eines Geistes der Zugehörigkeit und der Zusammenarbeit führen, der die Streitkräfte stärkt. Während der jüngsten Konflikte mit Magdeburg haben wir deutliche Anzeichen dafür gesehen, dass unsere Truppen besser zusammenarbeiten und dass sie ein starkes Band der Treue und des Pflichtbewusstseins gegenüber dem Rat von Gotland geformt haben, was vor einigen Jahren noch schwer vorstellbar war. Oh, unsere Armeeprofessionalität erhöht sich. Sehr gut. Offensive oder Defensive? Oh nein, wir verlieren eine Stabilität. Effizienz von Belagerungen, würde ich sagen. Das wird uns jetzt hier ein bisschen helfen. England hat Desmond den Krieg erklärt, okay. So, Influenza. Juni. Riga erhält die. Die kann sich dann auf angrenzendes Gebiet erweitern. Boah. Bei Riga grenzt ja aktuell nichts an. Die Frage ist auch übrigens, wollen wir in Riga unseren Festungsstützpunkt behalten? So, Königsberg ist gefallen, wie es erwartbar war. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall Königsberg nicht holen für uns. Aber Memel, Danzig, Ermland. In dem Fall würde ich sogar dann vielleicht Ortelsburg, wenn es noch geht, holen, dass wir einfach eine Verbindung haben. Das ist dann zwar keine Küstenprovinz, wo ich ja meinen Fokus drauflegen möchte, aber können wir dann trotzdem vielleicht machen. So. Als nächstes marschieren wir dann nach Ösel. Na. Noch ein Tag. Jetzt sind wir alle da. Dann würde ich sagen, auf nach Ösel. Bedingungslose Kapitulation, naja. Jetzt ist die Frage, also erstmal Magdeburg, machen wir dann einen separaten Frieden, wir holen euer ganzes Geld wieder. 40 Gold, wo ich nur 14 von bekomme. Magdeburg hat ein Bündnis mit Böhmen, ist mir aber eigentlich ziemlich egal. Plünderung der Hauptstadt, auch das lohnt sich wieder mal gar nicht. Deswegen würde ich sagen, Kriegsreparation und Handelseinfluss. Und irgendeine Rivalität kannst du noch aufkündigen. So, dann haben wir auch mit Magdeburg Frieden geschlossen. Und jetzt ist die große Frage, wie es mit der aggressiven Expansion ausschaut, wenn wir auch dort noch Gebiete holen. Also wenn ich jetzt hier das und das und das haben möchte, können wir es uns leisten. Und wenn ich jetzt hier noch was hole, dann hätten wir schon ein Problem mit der aggressiven Expansion. Ist das hier auch so? Was wäre noch eine, mit der wir arbeiten könnten? Ich würd mir wenigstens, glaube ich, gerne Ösel holen. Ah, wobei, Jelglava, um Riga zu verbinden, wäre halt auch wichtig. Ich meine, das können wir natürlich auch nochmal in einem gesonderten Krieg machen. Aber sie sind mit Litauen verbündet, das dürfen wir nicht vergessen. Deswegen würde ich mir jetzt schon gerne die zwei Gebiete holen und Wenden nicht. Da muss ich mal gleich schauen, wie wir es beim Deutschen Orden dann machen werden. Vielleicht machen wir dann einfach noch ein bisschen länger den Krieg. Belagern wir jetzt überhaupt Ösel? Ja, sehr gut. Dann belagern wir mal noch schnell Ösel. Können ja auch gleich die Flotte nochmal dann bekämpfen. Das ist ja nur gute Übung für unsere Schiffe. Die Seeschlacht wird gewonnen, eindeutig. Der Feind hat fast alles verloren. Aber die haben ja keinen Rückzugsort. Damit hat er doch eigentlich alles verloren. So. Jetzt schließen wir erstmal den Separatfrieden. Das wird schon teuer genug. Boah, es geht sogar. 13 aggressive Expansion für die beiden Gebiete an Gotland. Nationen entlassen, das geht nicht. Kernprovinzen aufgeben. Also erstmal natürlich noch Geld. Dann, ganz wichtig ist natürlich noch die Kriegsreparation. Der Handelseinfluss wäre... das ist nicht ganz so wichtig. Die Plünderung lassen wir. Brauchen wir, geht eh nicht. Ansprüche auf Gotland aufgeben. Heißt das dann das, was ich denke? Goldingen. Wo ist denn bitte... Ach, das ist Litauen. Genau, auf Goldingen gebt ihr noch einen Anspruch auf. Perfekt. Den Rest behaltet ihr. Nationen entlassen nicht. Ah, das Bündnis mit Litauen könnten wir auch fordern, dass das aufgegeben wird. Gut, dann werden sie aber natürlich von... Dann wird natürlich Wenden vermutlich überrannt von Moskau. Nee, die dürfen wir Bündnis mit Litauen behalten, weil wenn wir nochmal gegen den Deutschen Orden Krieg führen, könnten wir auch noch theoretisch ein Wenden erobern, aber das muss ja nicht sein. Ja, machen wir es doch so.
Haben hier schon mal Frieden geschlossen. So, wichtige Gebiete erobert. Unsere Liefland ist kein gültiger Rivale mehr, ja. Jetzt fordern natürlich alle Frieden, das ist jetzt unser Hauptproblem. Ich werde mal gern ein Jahr noch abwarten. Mal schauen, wie groß dann die Koalition ist. In Lübeck haben wir eine Revolte, um Himmels Willen, lübecksche Adlige. Aber was haben die zur Folge? Ich glaube, Adlige sollten nichts Schlimmes für uns zur Folge haben. Aber die Polen kümmern sich schon drum. Mensch, das sind aber Freunde. wir könnten schon mal... ja gut, wir nutzen die Zeit hier schon zu... das, genau. Zur Reparatur unserer Schiffe. Wo gibt es denn die nächsten Aufstände? 4,5 Jahre, 3, oh, Piratenrepublik wählt schon wieder. Okay, 13 Jahre... okay, dort, wo wir stehen, wird es den nächsten Aufstand geben, vermutlich. Und die Piratenrepublik, ich würde sagen, wir behalten mal den guten Mann. Der ist jetzt wie alt? 44. Eben ein gerechter Mann. 336. Wenn wir den nochmal wieder wählen, dann haben wir sogar diese eine Mission erfüllt. Glaube ich, 444. Wobei, wir bräuchten auch eine Flottentradition von über 50. Unsere Flottentradition ist wie hoch? Hier ist die Armeetradition. Gott, Flottentradition ist nur 25. Das wird dann wohl nichts. Schutz des Kommerzes. Ah, Kampfstärke der leichten Schiffe ist erhöht. Sehr gut. Perfekt, perfekt soweit. Und ich schicke dann schon mal meine leichten Schiffe. Ja, die werden immer noch repariert gerade, die Kogge. Ich schicke jetzt schon mal meine leichten Schiffe wieder an die Arbeit. Und zwar Freibeutermission im Ärmelkanal. Genau. So, gleich ist das Jahr vorbei. Kriegsmüdigkeit steigt ja leider gerade enorm. Wir brauchen langfristig auch noch ein paar Transportschiffe. Wir sind aber immer noch über dem Limit. Ich glaube, wir haben Schiffe erobert, kann das sein? Ach, wir haben 8 Transportschiffe jetzt. Ja, wir haben Transportschiffe erobert. Okay, mit 8 Transportschiffen kommen wir aber, glaube ich, gut zurecht. So, einen Monat noch warten. Dann schauen wir mal, wie es mit der aggressiven Expansion ausschaut. Warte mal, haben wir... warte mal. Die geht sogar hier ganz... achso, ja, klar, weil wir haben ja die großen Eroberungen, die kommen jetzt alle. Die werden sich jetzt zeigen. Wie sieht es mit Moskau aus? Ah, minus 4, hier ist alles gut. So, jetzt haben wir das nächste Jahr. Schauen wir mal. Ja, alles in Ordnung. Wir kriegen höchstens eine Möglichkeit, Wolgas, Deutscher Orden, Mecklenburg als Koalition. Das heißt, wir können diese Gebiete erobern. Königsberg holen wir uns noch bei Gelegenheit. Holen wir uns noch Geld. 160, aber da kriegen wir leider halt nur 67 immerhin. Fast etwas mehr als ein Drittel. Nationen entlassen brauchen wir nicht. Verträge aufkündigen. Die dürft ihr alle schön behalten, die Verträge. Kriegsreparation will ich haben. Mehr hier geht eh nicht. Und dann haben wir natürlich noch Ansprüche, die ihr auf Polen habt. Die dürft ihr behalten. Nö, dann gibt es eigentlich nichts mehr Spannendes. Dann wird das ein perfekter Friede, würde ich sagen, liebe Zuschauer. Forderung senden. Ah, die Institution Renaissance ist in Memel aufgetaucht. Sehr gut. Wir können auch die Institution für 90 Gold fördern. Die Frage ist, steigt sie jetzt noch irgendwo schneller? Na, vermutlich wird es jetzt zu lange dauern, bis sie noch in Gotland, in unsere Hauptstadt steigt. Deswegen geben wir mal die 90 Gold aus. Fördern die Institution. Damit können wir gleichzeitig die diplomatische Technologie uns hier holen. Sind da wieder vorne mit dabei. Und müssen jetzt natürlich noch unsere administrative Macht nutzen, um hier unsere Überdehnung zu senken. Aber haben jetzt ein schönes Netzwerk. Von Ösel und Riga aus können wir bis nach Danzig jetzt hier überall durchmarschieren. Weil alles miteinander verbunden ist. Langfristig müssen wir jetzt hier noch diese Westküste irgendwie an uns binden. Aber das sollte jetzt uns einiges nach vorne katapultieren. Wobei unser Flottenlimit nicht gerade erhöht wurde. Aber das liegt, denke ich, daran, dass wir da noch Kernprovinzen brauchen. Wir brauchen einen neuen Rivalen. Mecklenburg oder Stettin kann ich als Rival nehmen. Das ist eine kleine Stadt. Okay. Mecklenburg. Ja, wir könnten aber auch Mecklenburg wählen vielleicht. Oder fürs Erste nehme ich nochmal Stettin. Komm, wir nehmen nochmal Stettin. Ich habe eigentlich keine Armee, dass ich die überhaupt wählen kann. Wundert mich.
So, der Freihafen von Danzig, jawohl. Das gibt uns auch nochmal 3 Merkantilismus. Wie viel haben wir denn da gerade? Da sind wir richtig. 31% Merkantilismus haben wir. Das gibt nämlich Provinzhandelseinfluss und Effizienz von Embargos. Ich nutze kaum Embargos, fällt mir auf, ja. Aber wir haben es geschafft, damit den Freihafen von Danzig zu erobern. Sehr gut. Stufe des Handelszentrums in Danzig wurde um 1 erhöht auch. Und theoretisch könnte ich jetzt hier Lübeck die Mission abschließen, dann hätte ich hier den Piratenhafen. 10 im Besitz befindliche Provinzen, derzeit 5 mit Provinzen befinden sich auf dem Kontinent Europa. Okay, nee, da müssten wir eh noch mehr erobern, also brauchen wir aktuell noch nicht machen mit Lübeck. Das können wir machen, wenn wir mal Lübeck integriert haben bei uns. Okay, soweit so gut. Das heißt, wir können uns dann auch langfristig jetzt bald gegen die Dänen richten. So, wann gibt es jetzt die nächsten Aufstände? 2,4 Jahre. Das sind dann hier die nächsten vermutlich. Kernprovinz in Riga. Ach ja, wollen wir irgendwelche Festungen erhalten? Polen möchte, dass wir 15% unserer Handelsmacht in unseren Umschlägen. Nein, wir werden nicht an Polen Handelsmacht abgeben. Die mögen uns aber, glaube ich, weniger, wahrscheinlich, weil wir Gebiete von ihnen haben. Ja. Das kann jetzt ganz schnell umschlagen. Die könnten jetzt unsere Feinde werden, die Polen. Gleich nochmal hier die Beziehungen verbessern. Moskau. Wir sind doch jetzt viel stärker. Du möchtest aber kein Bündnis haben. Möchte irgendjemand mit uns aktuell ein Bündnis haben? Schottland. Der Rest ist uninteressant aktuell. Schottland ist von England so geschwächt. Die haben auch nur noch 2000 Truppen. Das bietet sich leider nicht an. 10% Handelseinfluss. Der baut sich vielleicht auch wieder stärker auf. Sehr gut. Ich glaube, wir können nach wie vor noch mal ein bisschen übers Limit gehen. Beziehungsweise wir warten mal kurz einen Monat ab. Aber wir machen jetzt ordentliches Geld. Wir gehen jetzt hier mal schön übers Limit. Bauen hier noch leichte Schiffe. Und die Frage ist, wo wollen wir Festungen behalten? Wir haben jetzt hier unten gar keine Festung. Wir haben in Riga immer noch die Festung stehen. Das wäre natürlich so ein gewisser Schutz. Wenn irgendwas aus dem Osten kommt, hätten wir in Riga eine Festung. Ich glaube, die könnten wir mal behalten fürs Erste. Vor allem, weil die Unruhe hier auch hoch ist. Behalten wir die mal. Und in Livland könnten wir auch noch einen Staat bilden. Machen wir das doch auch. Und senken wir in Riga. Ah, weiter senken kann ich gerade nicht. Die Autonomie. Ah, hier kann ich aber Autonomie senken. Hier auch. In Memel geht's nicht. Ich könnte sie zu einem Handelshaus hinzufügen, aber ich glaube, das macht hier keinen Sinn. Genau, dann können wir noch Gebäude bauen. Goldingen, eine Kirche. Oder jetzt vielleicht doch mal in Stettin den Markt. Oder wir brauchen Truppen, das ist unser Hauptproblem aktuell. Ne, da haben wir die Forschung noch nicht, verdammt. Dann baue ich jetzt erstmal in Stettin den Markt, glaube ich. Sehr schön. So, unsere Kriegsreparationen bringen uns gerade auch gutes Geld. 2 Gold pro Monat. Kriegsbeute ist wieder auf 1,24. Sehr schön. Können wir eigentlich schon wieder plündern? Muss ich mal kurz gucken, wann das wieder geht. Das geht das nächste Mal in 4 Jahren, 82. Okay. Dass sich die hier immer noch diese Flotte leisten können, der Deutsche Orden, wundert mich ein wenig. Oh, Neuwahlen brauchen wir nicht. Technologien. Jawohl, wir nehmen die militärische Technologie. Das ermöglicht uns jetzt auch den Bau einer Kaserne. Und eine würde ich gerne noch bauen, auch wenn wir dann kein Geld mehr haben. In Gotland, bitte. Direkt in Gotland noch gebaut. Wir könnten auch in Gotland mal entwickeln, aber wir haben gerade kaum Machtpunkte. Das lohnt sich also eher nicht. Und uns fehlen immer noch Rekrutenreserven. Wenn jetzt gleich die Aufstände kommen, wird das ein bisschen gefährlich werden. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit, 2 Jahre. Die Frage ist, die 2 Jahre, lohnt es sich da jetzt, den Unterhalt zu senken oder sogar zu drillen, dass die Armee besser wird? Nee, 2 Jahre ist nicht sehr lang. Ich glaube, wir lassen sie jetzt mal so sich stärken. Muss sich gegen die Rebellionen breit machen. Genau. Unser Anführer hier, unser General, ist auch schon lang dabei. Ich weiß nicht, wie alt er ist. Der hat jetzt auch schon einiges miterlebt und jetzt steht Gotland relativ solide da. Mein Kapitän, uns erreicht die amüsante Nachricht, dass Moskau nun unsere Unabhängigkeit garantiert. Oh.
Aber ein Bündnis wollen sie immer noch nicht. Ah, verflixt. Gotland ist mit dem moskauischen Rivalen Polen verbündet. Das ist natürlich ungünstig, dass die jetzt rivalisiert sind. Aber schön, dass sie unsere Unabhängigkeit garantieren. Das nehmen wir natürlich gerne. Das nehmen wir natürlich gerne an. Wo baue ich eigentlich überall Schiffe? Baue ich die auch jetzt hier an der Küste? In Stettin? Ja, da werden auch Schiffe gebaut. Baue ich in Riga Schiffe? Wieso baue ich in Riga keine Schiffe? Ich meine, ich gehe natürlich schon deutlich über mein Flottenlimit. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. So, gucken wir doch mal, wie sieht es jetzt aktuell aus. Ah, 11% unser Handelseinfluss ist noch nicht der größte. England gilt nun als Großmacht. Ah, die Beziehungen zu Polen sind wieder ein bisschen gerettet worden, das ist gut. Ha, es dauert halt wirklich ewig, bis wir hier mal irgendeinen Gefallen bekommen. Also wir haben aktuell 0,5 Gefallen. Ich weiß nicht, ob sich das Hofieren so richtig lohnt bei England, wenn man da kein Bündnis hat. Wir sind doch jetzt mächtiger. Ah, wir könnten eventuell versuchen, jetzt ein Bündnis zu bekommen. Indem wir nochmal die Beziehungen mit England verbessern. Engländer als Bündnispartner, als Hoheit der See, wäre natürlich stark. Im Heiligen Römischen Reich wird immer noch Österreich als Kaiser gewählt. Das heißt, wir können keine direkten Angriffskriege führen. Aber wir sind ja auch so an unsere wichtigen Gebiete rangekommen, vor allem wie Lübeck. Stettin ist kein gültiger Rivale mehr. Wann kann ich denn Lübeck integrieren, annektieren? Ah, geht schon. Wir müssen nur bessere Beziehungen haben. Dann werde ich jetzt mal das Hofieren beenden. Das ist nur eine Zeitverschwendung. Und einfach nochmal die Beziehungen hier verbessern mit Lübeck. Und einen weiteren Rivalen hinzufügen. Oh, wir haben sehr viele Möglichkeiten. Wir könnten jetzt Dänemark wählen. Das wäre wahrscheinlich die beste Möglichkeit, weil das wäre, denke ich, unser nächster großer Krieg. Dänemark. Sie sind von der Armee schwächer als wir und von der Flotte gleich stark. Ich weiß nicht, ob da die Schweden mitgerechnet werden, aber wir werden jetzt mal Dänemark offiziell als neuen Feind deklarieren. Wir wollen die Gebiete, auf die wir Anspruch haben. Wir wollen große Gebiete Dänemarks erobern und unsere Piratenrepublik in der gesamten Ostsee ausbreiten und eine Machtbasis aufbauen, sodass wir auch eines Tages bis ins Mittelmeer fahren können. Was aber gar nicht so leicht ist. Okay. Meine Freunde, ich würde sagen, dann war es das erstmal wieder mit dieser Folge. Ich werde jetzt mal wieder ein bisschen... Ah doch, halt, bevor wir diese Folge beenden, wir können hier unten noch beim Vatikan uns einen Bonus holen. Oh, wir verdienen gerade richtig viel Geld durch Handel. 6 Gold. Das heißt eigentlich, die Kirchensteuer bringt uns gar nicht so viel. Mit den Steuereinnahmen noch. Die Moral unserer Armeen könnten wir erhöhen für 20 Jahre. Gegen die Dänen wäre das natürlich hilfreich. Inflationsreduktion. Haben wir Inflation? Oh ja, wir haben 3,2% Inflation. Das wäre auch eine Möglichkeit, die zu senken. Korruption haben wir aber, glaube ich... Doch, wir haben Korruption. Achso, ja, wegen der Überdehnung aktuell. Was gibt's hier noch? Kosten diplomatischer Annexion. Das wäre natürlich für Lübeck genau das Richtige. Dann würden wir uns da was sparen können und würden in der Welt ein bisschen besser dastehen. Ich meine, Merkantilismus ist immer gut. Und auch republikanische Tradition wäre auch hilfreich. Jetzt bin ich ein bisschen unentschlossen. Ob wir nicht doch die noch ein bisschen stärken möchten. Weil Lübeck zu annektieren, 10% billiger. Jetzt können wir mal kurz rechnen. Wie viel kostet uns das aktuell? 135. Wir würden im Endeffekt 13 Diplo-Punkte sparen. Das heißt, aktuell habe ich ja kein anderes Ziel. Das heißt, ich würde lediglich 13 Diplo-Punkte bekommen. Das heißt, es lohnt sich nicht. Aber Dynastie sanktionieren, wir werden dadurch die republikanische Tradition ein bisschen steigern. Das ist jetzt eine gute Sache. Auf die 0,2 Gold für Steuern können wir verzichten. Okay, aber... Dann war es jetzt erstmal wieder mit dieser Folge. Ich werde mir so ein bisschen anschauen, wie das Feedback ist auf die letzten Folgen, die jetzt wieder kamen zu diesem Gotland-Projekt mit den Piraten. Und je nachdem, wenn es gut bei euch ankommt, das heißt, wenn es viele Likes gibt, wenn es viele Kommentare gibt und viele Aufrufzahlen, dann werden wir das Ganze natürlich auch weiterhin noch fortsetzen. Mir macht es nach wie vor Spaß. Ich hätte Lust, das weiterzusetzen. Wichtig ist es einfach, wie das Ganze für euch ankommt als Let's Play-Projekt hier auf dem Kanal. Und ja, ich glaube, wir hätten da noch große Ziele. Dänemark. Die ganze Ostsee, dann natürlich müssen wir unseren Einfluss in der Nordsee vergrößern, Niederlande, England und dann schließlich würde ich gerne noch ins Mittelmeer kommen. Das wäre so das Endziel einer Gotland-Republik und vielleicht die neue Welt. Mal gucken. Es ist noch vieles möglich, wir haben vieles geschafft. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.